Die ESP, European Sun Power, ist insolvent. Was bedeutet das für die Anleger? Ist Ihr Geld weg oder haben Sie Schadensersatzansprüche? Wenn Sie Interesse haben, mehr zu erfahren, schauen Sie sich den Film an und lesen Sie den Beitrag. Guten Tag, ich bin Anleger Anwalt Jochen Resch aus Berlin. Thema ESP, European Sun Power. Aus meiner Sicht, von Anfang an habe ich gesagt, ein völlig unseriöses Konzept. Leider habe ich recht behalten. Die ESP, European Sun Power, hat schon vor einiger Zeit Insolvenz beantragt. Jetzt ist das Verfahren eröffnet worden. Rechtsanwalt Kruschel ist zum Insolvenzverwalter, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Es gibt Nachrangdarlehen, ich fürchte, dass die komplett ausfallen werden. Möglicherweise hat man nicht mal eine Gläubigerstellung. Die Nachrangdarlehengeber haben auch keinen Antrag gestellt. Der ist über die AOK Bayern gekommen, die offenkundig irgendwelche Beiträge nicht bekommen hat. Bitter, bemerkenswert war, dass der Geschäftsführer ja noch versucht hat, irgendwie mit seiner Agrava die Leute anzurufen, also zumindest haben bei uns Mandanten das gesagt und ihnen erklärt, dass sie doch da jetzt Geld reinstecken sollen, dann würde alles wieder zurückgezahlt werden, er würde das versprechen. Vielleicht kann man ihn daran festhalten, den Geschäftsführer, aber es ist natürlich insgesamt ein völlig unseriöses Konzept gewesen mit so vielen Widersprüchen. Wenn Sie also Schadensersatzansprüche Geld machen wollen, geht das möglicherweise immer noch. Kommt aber auf den Einzelfall an. Wenn Sie mehr wissen möchten, Sie können mich gerne anrufen unter der Berliner Telefonnummer 030-885-9770 oder Sie können den Fragebogen ausfüllen, den Sie unten auf der Seite finden. Wir machen eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Ganz individuell, es geht nur auf den Einzelfall bezogen. Danke sehr.